Hallo und herzlich willkommen zurück zu Room Factory Oceans, wo ich das erste Mal etwas durch die Wand hören kann. Spitz deine Ohren. Es ist niemand da. Vielleicht bietet sich mir jetzt die Gelegenheit, von der ich seit Jahren träume. Es ist so lang. Es ist so eng. Das macht keinen Spaß. Tja, die Wanne ist wohl doch kein gutes Schwimmbecken. Doch warte. Würde ich mit jemandem zusammen in die Wanne schwimmen, wäre das bestimmt lustig. Nächstes Mal frage ich Odette, ob sie mitkommt. Ja, das ist es. Ah ja, wir haben Sierra belauscht. Ah, ich fühle mich so lebendig. So. Wir haben ja immer noch ein Fest. Und ich habe einige Eichen von meinem von meiner Insel geschlachtet. Guten Abend, Lakai. Draußen herrscht Unruhe, bla 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 bla. Ich arbeite dran, Pandora. Morgen bist du besser drauf. Versprochen. So, und zwar haben wir ja hier oben eine Werkbank und ich glaube, da gab es auch einige Sachen, die man mit Eiche produzieren konnte. Schauen wir mal. So, hierfür brauchen wir Purpurgras. Hierfür brauchen wir Wolle, grünes Gras, Qualitätskleidung, weiches Bett. Okay, da brauche ich aber Level 40. Schickes Regal. Ein Schrank, der ist auch noch ein bisschen zu schwer. Was steht da? Paradiesschublade? Etwas schwer. Okay. Ich hoffe, dass die Sachen nicht verloren gehen. So. Dann gucke ich mal. Schickes Regal. Ah. Oh. Oh. So, ein schickes Regal haben wir jetzt auch gemacht. Einfache Raumtrenner, robuste Raumtrenner, einfacher Tisch. Tiefmütterchen hatten wir schon. Papierkorb. Lampe? Super schwer. Robuster Stuhl. So. Robuster Stuhl, was haben wir noch? Rote Wandteppich. Nee. Grüne Wandteppich. Grüne Vorhänge. Naja, fast. Ist aber auch nicht einfach. Das war ein bisschen zu früh. Ja, grüne Vorhänge. Rote Vorhänge. Da bräuchte ich ein Level, das ich nicht habe. Becher. Okay. Runis und Sonnenblumen. Nee, Runis und Sonnenblumen. Aber wir brauchen Level 40. So, jetzt weiß ich nicht, war das im Inventar dann? Falsche Taste. Robuste Stuhl. Wie kann ich denn das nochmal aufstellen?
Platziere einen Gegenstand in dem Feld, in dem du ausrüsten willst. Ja, und dann? Warte mal. Karte, Menü, schnell ausrüsten, ablegen, verstreuen, verstauen. Ach so, das ist verpackt. Wie packe ich denn das aus? Das ist ja irgendwie verpackt. Wie packe ich denn das aus? Ich will das doch nicht verschenken, ich will das doch aus selber. Diese Grünen kann beruhigend Wirkung. Moment. Mann. Kann man das jetzt so verschenken oder wie? Ich wollte das doch gar nicht. Ich will das doch eigentlich gar nicht verschenken. So ein Scheiß. Ich wollte das aufstellen. Na gut. Dann gehe ich jetzt ins Bett. Da fällt mir ein, wir haben ja immer noch den Auftrag von Mikoto, den wir abgeben müssen. So, dann spreche ich jetzt aber erstmal mit ihr hier. Guten Morgen, Lakai. Oh, du kommst gerade im rechten Augenblick. Ich wünsche, mit dir zu sprechen. Worüber? Oh, nichts Dramatisches. Ein Moment. Lass es mich erklären. Haben wir die schwere Statue jetzt bis hierher geschleppt? Ach, puh, schwer. Wie kannst du es wagen, eine anmutige Jungfer wie mich als schwer zu bezeichnen? Na, du bist halt aus Stein, du Schlampe. Entschuldige, wofür lässt du mich deine Statue hierher bringen? Ich bin froh, dass du fragst. Dein Glauben in mich hat jetzt den nötigen Grad erreicht. Es ist Zeit für das Ritual, das mich zurückverwandelt. Oh, Pandora, du wirst endlich wieder normal sein. Juhu! Du bist ein liebes und reizendes Mädchen, Tita. Ein was steht da? Frappierender... Ach so. Ein... Wahrscheinlich soll er grafieren. Naja, egal. Ein frappierender Gegensatz zu... Was wolltest du sagen, hä? Huh? Nichts Besonderes. Lass uns nun zum Ritual der Rückverwandlung beginnen. Kenshi, stell dich vor meine Statue. Was auch geschieht, beweg dich nicht. Und ich verbiete dir zu sprechen, bis ich das Verbot wieder aufhebe. Na, solange du mich nicht in Stein verwandelst. Leider wurde meine Magie bei dem Versuch, meine ästhetische Form zu meinem steinernen Körper zu lösen, erschöpft. Daher werde ich deinen Körper benutzen, um den Zauber auszusprechen, der meinen Körper wieder von Stein zu Fleisch verwandelt. Spirits of this great world, I, Pandora, the great and mighty arch sorceress, command thee! Hark! Geister dieser großen Welt, ich, Pandora, die große und mächtige Erdzauberin, befehle euch, horch! Water. Glow of life, flame, spark of life, wind, breath of life, earth, body of life. Wasser, Fluss des Lebens, Feuer, Funke des Lebens, Luft, Atem des Lebens, Erde, Körper des Lebens. By the power of all the spirits of the elements, change me from this unnatural body back into my true form.
Bei der Macht aller Geister, der Elemente, verwandelt mich von diesem unnatürlichen Körper zurück in meine wahre Form. Das war erfolgreich. Juhu, Pandora! Kenji, sprich nun angemessene Worte der Glückwünschung. Natürlich, du darfst widersprechen. Du! Rede mich mit mächtiger Erdzauberin an, auch wenn ich dir das Privileg zuteil werden lasse, mich Herrin Pandora zu nennen. Was hat es mit ganzen Erzzauberkram auf sich, Pandora? Hast du gelogen, dass du eine Zauberin bist, die durch einen Zauber zu Stein wurde? Das? Naja, nicht so genau. Vor 400 Jahren, als erster Schritt zur Welteroberung, testete ich einen Zauber, der Dinge in Stein verwandelt. Es ging daneben und stattdessen wurde ich zu Stein. War das etwas schadenfroh von mir? Was? Also Pandora, du bist eine Erdzauberin? Was bedeutet das denn überhaupt? Hä? Eine Erdzauberin ist eine mächtige Herrin der Magie, dazu bestimmt, die Welt zu beherrschen. Das ist falsch, Tita. Eine Erdzauberin ist ein böses Wesen, das darauf sinnt, die Welt zu erobern. Doch sie wird von Helden daran gehindert. Pandora, warst du böse? Aber natürlich, oder hast du schon mal von einer guten Erdzauberin gehört? Wenn das so ist, sollte ich dich gleich hier ausschalten. Die Welt und jedem, der darauf lebt, zuliebe. Muhaha, es ist ein gutes Zeichen, dass du deine Klingen gegen mich erhebst. Das sagt mir, dass du ein beherzter Ergebener sein wirst. Bis ich meine magischen Kräfte wieder erlangt habe, beauftrage ich dich damit, meine Pläne zur Eroberung der Welt durchzuführen. Ich ernenne dich zum Ergebenen Nummer 1. Koste diese ruhmreiche Ehre aus. Nur Kenji? Das ist nicht fair! Ich glaub's nicht. Sorge dich nicht. Du sollst mein Ergebene Nummer 2 sein, Tita. Juhu! Ey, sag mal, wie doof sind die? Das wird ja von Minute zu Minute immer lächerlicher. Wir sind hier raus, Tita. Warte, Kenji! Was denn? Du sprichst ziemlich vorlaut von mir, als ich noch eine Statue war. Ich werde das rausschmeißen. Es ist bloß eine Statue. Bringen wir sie raus. Das stimmt, Kenji. Du sollst vorsichtiger mit Sachen umgehen. Ich bin keine Sache, Tita. Ich werde über deine Beleidigungen dennoch hinwegsehen, da ich nun mit weiter wiedererlangtem Körper gute Dinge bin. Jetzt ist die Zeit, um meine Gnade zu flehen. Fleh. Aber ganz, ganz ehrlich, wie hätte ich es besser wissen sollen? Es denkt doch keiner, dass irgendeine Statue in Wirklichkeit eine Person ist, die in Stein verwandelt wurde, nicht? Ich wäre vorsichtiger gewesen, hätte ich gewusst, dass diese Statue eine Person ist. Ist das deine Erklärung? Nun, eine Entschuldigung ist überzeugend. Ich werde die Loyalität deiner Dienste von nun an sorgsam im Auge behalten. Was meinst du mit Loyalität? Du darfst dich jetzt meiner Anwesenheit entziehen. Du kannst nicht einfach ignorieren, was ich sage. Ja, Freundschaft mit Pandora ist jetzt auf 1. Jeder hat so seine Art und Weise, seine Freundschaft zu steigern. Ach, hallo Violet, guten Morgen. Morgen, bist ja schon früh wach. Hast du schon mal Blumenbeete von der Kirche gesehen?
Ich bin für die Blumen dort verantwortlich. Ja, wir haben es Herbst und wie wir vielleicht im letzten Part schon gesehen haben, haben die Bäume hier jetzt so eine schöne Farbe, so rot, orange, braun. Also ich finde das sehr stimmig. Im Winter, nehme ich an, sind die dann ab. Zumindest würde ich das mal so denken. Im Badehaus sind die Kinder mit dem Pfarrer. Beim Frühstück sind wahrscheinlich die anderen hier. Mal gucken. Ach Quatsch. Schnellzugriff brauche ich nicht. Ich brauche... Bitteschön. Ah, die freut sich. Was ich immer mit dem Schnellzugriff will. So, wo habe ich denn Blümchen? Hatte ich... Ich habe doch... Da. Ja, sie steht halt total auf Blümchen. So, dann reden wir mit ihr. Mit ihr reden wir auch nochmal. Und mit Elektra reden wir auch nochmal kurz. So. Wo haben wir eigentlich Mikoto? Mikoto ist im Gasthaus. Pandora ist auch im Gasthaus? Ach nee, vor dem Gasthaus ist Mikoto. Guten Morgen, ihr beiden. Ich wünsche euch einen guten Tag. Du bist wirklich so stark, wie die Gerüchte sagen, Kenshi. Ich bin sehr beeindruckt. Ich hoffe, du benutzt es gut. Auftrag erfüllt. Brassen Sashimi 5 als Belohnung erhalten. Davon schenken wir dir gleich mal eins. So, haben wir ihr also gleich mal eins geschenkt. Guten Morgen. Bla bla bla. Perfekt. Ja, klasse. So wie es aussieht, ist Odette eine Stufe weiter bei uns. Ach, entschuldige, erstmal einen Schluck trinken. So. Wieso hast du mich hergebeten? Es gibt keinen besonderen Grund. Also, bitte, ich habe keine Zeit zu vergeuden. Ich bin eine beschäftigte Person, die viele Monster bekämpfen muss. Du hast wohl recht, tut mir leid. Beschäftigt dich einfach so, Dad? Du hast es bemerkt? Aber es ist keine große Sache, ehrlich. Oh, komm schon, spuck's aus. Das sieht dir nicht ähnlich. Nein, tut es nicht. Du hast so viel für uns getan, Odette. Wir wollten dir helfen, wenn wir können. Danke, aber im Ernst, es ist keine große Sache. Erinnerst du dich an mein neues Rezept, das du neulich probiert hast? Das Rezept, das du optimieren wolltest, richtig? Genau, ich habe seitdem einen ganzen Haufen verschiedener Varianten davon gekocht. Aber ich kriege es einfach nicht hin. Ich finde nicht die richtige Inspiration. Meine Muse hat mich verlassen. Wovon in aller Welt redest du? Einfach ausgedrückt, ich stecke in der Krise. Daher dachte ich, ich versuche die Stimmung zu verändern, indem ich euch einlade. In der Krise? Wie? Das ist eine schwierige Situation. Du möchtest die Stimmung verändern? In dem Fall... Toll! Unglaublich! Ich hatte keine Ahnung, dass es eine so schöne Aussicht gibt. Und ihr zwei habt diese Aussicht die ganze Zeit... Ihr seid echt Glückspilze. Also, hat das deine Stimmung verändert?
Ja, jetzt platze ich fast vor neuen Ideen. Ich bin dir wirklich dankbar, dass du mir heute so ein Umfeld aus Umfang umwerfende Aussicht gezeigt hast. Danke. Du scheinst jetzt bessere Laune zu sein, Odette. Ich bin das. Ich fühle mich, als ob ich jetzt etwas Wunderbares kochen könnte. Ich konnte vielleicht wieder zum Plaudern zu dir, falls Probleme auftauchen. Kein Problem, allzeit bereit. Freundschaft mit Odette ist jetzt auf 3. So, und damit beende ich diesen schon wieder etwas zu lang gewordenen Part und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüssi, bis dahin, eure Dieter Kenji.